Priorität hat der Schutz unserer Basis, sehr, sehr geil. Indem wir den nahenden Anjanat ausschalten. Nutze Anjanat. Alles, was du zur Verfügung hast. So läuft der Hase hier in der neuen Welt. Mitnehmen, mitnehmen. Und ein Wurfmesser von mir aus. Habe ich noch das Wurfmesser von der anderen Quest? Nicht trinken. Holy shit. Naja, leider nicht. Detonation. Vorspuren sind immer gut. Hey, von den Vogelfiechern können wir bestimmt einen fangen. Ah, unfähig, viel zu schnell. Hm. Habe ich einen damit verletzt? Weg hier. Nicht mehr hinterher rennen, ich hab nix. Dicke, fette Fußspuren. Der kann sich nur im großen Areal aufhalten. Auf jeden Fall. Da haben wir die Beere. Brauche ich aber nicht wirklich. Ich will alles haben für Schnittmunition. Sollte mir hier die Munition ausgehen, das Vieh ist ziemlich stark, werde ich wahrscheinlich zurück zum Lager gehen. Mit dem Einfangen können wir erstmal Quests, meine ich, abschließen für diese Ressourcensache. Und wir können die als Haustiere halten. In unserer kleinen Hütte, die wir hier in Monster Hunter World haben. Volltreffer. Hallöchen. Gar nicht mal so dumm, aber das Vieh ist stark. Ja, Notleuchtsignal, weiß ich Bescheid. Werde ich auch benutzen. Oh, Baby. Witzig, wie das Vieh Flügel hat. Das mit den Dingen zu schießen und auszuweichen. Ich hoffe, das sprengt irgendwas ab und nicht nur durch die Perforationsmunition. Das war's aber leider schon. Er liegt!
Oh nein! War nicht nah genug dran. Mal schön auf den Dotz. Schneiden wir ab. Boah, du Sack, nicht so schnell drehen. Muss näher ran. Das war knapp. Ah, oh, willst denn du hin? Ich glaube, ich könnte... Ja. Da sage ich nicht nein. Käfer. Spinnennetz befallen später. Ich werde versuchen, Monster zu fangen, bis ich herausgefunden habe, wie ich die Munition dafür herstelle. Dass ich die im Netz auch einschläfern kann. Ich denke nicht, dass die normalen Schlafmunitionsdinger reichen werden. Hi! Oh, shit. Oh shit! Es hat sich gefangen. Warte auf eine Fluchtchance. Die ergibt sich bestimmt. Ja, die ergibt sich. Mein Palico, immer zur Stelle. Ja, der Schwanz ist ab. Sofort mitnehmen. Jetzt vergesse ich das hinterher wieder. Klatscht es denn noch Feuer aus? Streuung mache ich, wenn er liegt. Versuchen wir die Lähmung. Okay, ist sauer. Jetzt. Oh. Weg. Lass den mal da hinten pusten. Toll, so viel zum Thema Lähmung. Alles klar. Ich habe auch nicht die feuerresistente Munition. Rüstung an. Ja. Das war klar. Ach, nehmen wir Perforation. Den Schwanz kann ich sogar zubereiten. Mach mal das rohe Fleisch. So. Was ein Mistvieh hier. Ein Schuss. Bogen, hey. Das ist mies. Hier kannst du deine Waffen und Ausrüstung wechseln. Stelle sicher, dass du immer für alles gewappnet bist. Schnitt macht halt so herrlich viel Schaden. Davon nur zwei. Du kannst die Objekte zur Verwaltung deines Inventars benutzen.
ein verdammter Hauch von dem und dann war's das. Klar. Flussfahren. Ich finde so viel Flussfahren, aber nie irgendwas wirklich Brauchbares. Obwohl. Na, Wasser kann ich nicht verwenden. Wäre, glaube ich, gegen den gar nicht mal so verkehrt. Boah, wie weit ist der denn gelaufen? Lempels. Findet man auch so verdammt wenige von. Naja, ich bin nicht auf Sammelquest gerade. Nadelbeere. Schön, zwei Helfer. Oh, Alter, lass mich doch in Ruhe. Boah. Jetzt hat er es aber auf mich abgesehen. Noch was abtrennbar sein am Fuß oder was, keine Ahnung. Kopf aber auf jeden Fall. Oh oh. Hui. Aus dem Nichts, ey. Jetzt drauf. Da ist, glaube ich, schon irgendwas gebrochen, oder meine ich. Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Yes! Umgeworfen. Nicht schlecht. Jo, am Kopf hat er auch schon was verloren. Jetzt setzen wir dem zu. Wie viel Schaden, ey. Okay, mit dem Schnitt werde ich höchstwahrscheinlich halt nur was abschneiden. Die Perforation, die haut natürlich richtig rein. Und die Detonation betäubt einfach nur nicht mehr.
Reichweite. Boah, alles explodiert. Oh, was der leiden muss. Rennen, oh mein Gott, rennen. Schon wieder weg. Ich denke nicht, dass ich noch da irgendwas großartig machen kann. Mit der Perforation. Aber ich will auch nicht den normalen Schuss benutzen. Also bleiben wir bei Schnitz. Ganz oben, wie ist der da so schnell hingekommen? Wow. Vergiss es. Krass, wie nah ich doch rangehen muss. Aber der Bogen ist auch nicht schlecht. Bogen wird mir auch, glaube ich, auch Spaß machen hinterher. Er haut schon wieder ab. Oh shit, das war ein bisschen zu weit. Hätte auch ruhig hier runterspringen können. Rathalos, oh shit. Kann gut sein, dass wir unseren Freund gleich wiedersehen. Oh Mann. Ui, ui, ui. Naja, ich hab zweimal Lähmung. Oh oh. Uh-oh. Komm, ich versuche mal mein Glück. Uiuiuiui, das tut mir aber leid. Nein, 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 nein. Boah, der steckt viel ein. Oh, wieso macht er denn noch eine Attacke? Ich weiß gar nicht, wo ich bin gerade. Boah, der ist der irre. Oh, sehr schön.
Ja, der war schon eine Stufe stärker, auf jeden Fall. Darauf können wir uns jetzt schon, oh, shit, ich muss hoch. Och, die Sachen von dem. Das können wir jetzt schon machen. Wahnsinn. Ich finde, ich habe noch nicht mal die richtige Waffe gerade am Start. Aber Rüstung nonstop. Rüstung kommt ohne Ende. Ich bin hier auch im falschen Waffenbau unterwegs. Vielleicht ist Eisen doch vielleicht ein bisschen besser später. Einfach mal ausprobieren. Und ich muss an Munition kommen. Da habe ich auch noch Probleme mit. Yes. Schön, schön. Jo, alles mitnehmen. Holy shit. Ich hab's gar nicht mitbekommen, denn, ich hatte meine Donation nicht ganz oben. Das tut mir wirklich sehr leid. Bogen, danke. 50 Euro. Holy shit. Danke, danke. Das ist wirklich sehr nett von dir. Dankeschön. Ich denke, ich werde in Zukunft auch eine Top-Donation-Liste anlegen in meinem Kanal. Also danke dafür. Boah, Wahnsinn, 50 Euro, Dankeschön. Ich kann es gar nicht fassen, ey. Krass. Kommt her, Leute. Es gibt viel zu besprechen. Unsere Vorbereitungen sind abgeschlossen und ich möchte euch allen für die doppelten Mühen danken. Die fünfte hat mich mit ihrer Jagd des Anjanat sehr beeindruckt, obwohl sie hier neu ist. Das bedeutet ein Unheil weniger, das zwischen uns und dem Fangen des Sora Magdaros steht. Gut. Wann wird der Sora die große Schlucht erreichen? Exakt bei Tagesanbruch. Gut. Gehen wir unser Vorhaben also noch ein letztes Mal durch. Unsere Jäger stoßen vor Ort zu uns. Sobald die Bestie auf... Wir haben zwei Barrieren auf dem Weg unseres Ziels errichtet. Eure Aufgabe ist es, es an der ersten Barriere aufzuhalten, mit Kanonen und Ballisten zu schwächen und dann mit einem Binder zu bändigen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass er durchbricht. In dem Fall starten wir die nächste Phase, in der wir direkt auf ihn aufsteigen. Während dieser Phase versuchen wir, ihn weiter zu schwächen, damit wir ihn an der zweiten Barriere bändigen können. Beschießt es so schwer wie nur möglich mit Kanonen und Ballisten. Die stehen dort aus einem guten Grund. Jawohl, Sir. Techniker, ihr überprüft die Ausrüstung noch einmal, bevor wir loslegen. Ja, Sir. Quartiermeister, erstellt ein Inventar unserer Vorräte. Forscher, geht mit eurer Eskorte zur großen Schlucht, sobald ihr bereit seid. Wir können unsere Beute nicht zur Basis bringen. Nehmt daher alles Notwendige mit und forscht vor Ort. Keine Sorge, Kommandant. Alles wird vorbereitet sein. Haltet während des Einsatzes die Ohren offen. Ich werde Befehle geben, wie es die Situation erfordert. Möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Wegtreten! Wow. Ja, sehr der cool. Große Augenblick ist endlich sehr, sehr da. Cool. Ich bin so nervös. Du auch? Okidoki. Ich habe hier einen kleinen Fehler, habe ich hier. Den beheben wir aber ganz schnell.